Hallo, willkommen auf die Veranstaltung. Wir werden einen Dienst benutzen, der heißt Jitsi. Falls ihr das noch nicht habt auf dem Handy oder auf dem Tablet, müsste man irgendwie die App installieren. Wenn ihr dann mit dem Laptop oder mit dem Computer reingeht, dann könnt ihr gerade direkt den Link, den ihr bekommt, falls ihr euch angemeldet habt, in den Browser reintippen und dann könnt ihr direkt rein. Das ist hier jetzt ein Video, damit wir einfach herausfinden, okay, was es da für Möglichkeiten gibt, was für Funktionen da sind und wie das abläuft. Die Veranstaltung selbst ist live, das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen und ich werde auch darauf eingehen. Und es ist mir auch lieber, ihr unterbricht mich direkt in der Mitte und ich kann direkt auf die Fragen eingehen. Gleich am Anfang aber lieber euer Mikrofon auf lautlos stellen, damit die anderen Teilnehmer nicht gestört werden, falls da irgendwie so ein Hund im Hintergrund herumläuft oder halt Kinder irgendwie halt im Hintergrund zu hören sind. Das stört einfach die anderen. Lieber direkt irgendwie halt auf lautlos stellen. Ihr seht jetzt mein Gesicht. Ihr könnt aber auch da nach unten gehen und auf die rechte Seite, das sind so 4 Quadrate, wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr ja, alle Teilnehmer, praktisch mein Gesicht und auch die Tafel sehen. Wenn ich dann an die Tafel gehe, dann könnt ihr auch auf die Tafel direkt irgendwie halt umschalten. So könnt ihr dann einfach besser sehen, wenn ich was schreibe oder auf irgendwas zeige. Ich werde einfach hier das Handy auch mitnehmen, damit ich einfach auf eurem Gesicht sehen kann, ist da Stirnrunzel, ist da irgendwas nicht so ganz angekommen, wie ich das gedacht hatte. Ich bin jetzt gerade irgendwie gegen den Stuhl gekommen, wenn man auf dem Handy guckt. So. Das meiste wird aber halt so sein, dass ich dann einfach hier sitze und mit euch direkt so spreche. Falls ihr tatsächlich Fragen habt, dann geht bitte da auf dem Chat-Zeichen und klickt da drauf. Wenn ihr das erste Mal irgendwie halt im Chat was schreiben wollt, ihr könnt es ja gleich am Anfang, bevor wir dann loslegen, ausprobieren, eine Bezeichnung für euch selber geben. Das kann der Name sein, das kann aber auch eine Zahl sein, sodass man einfach die Leute auseinanderhalten kann. Wenn ihr im Chat einfach eine Frage habt, stellt eine Frage. Schreibt einfach ein Fragezeichen, das reicht. Dann weiß ja, okay, hier, ne, du hast eine Frage, du möchtest dann einfach sprechen mit mir. Dann kann ich dich einfach rufen und sagen, okay, hier, na, Susi oder halt Nummer 1 oder sowas. Kannst gerne irgendwie eine Frage stellen. So, das können wir direkt probieren. Dann kannst du das auf laut stellen und mir eine Frage stellen. So, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wie funktioniert der Chat? Richtig, genau. Genauso wie du es benutzt hast. Und das können wir tatsächlich machen. Wenn wir die Frage beantwortet haben, dann lieber irgendwie halt ins Mikrofon wieder auf lautlos stellen, damit wieder wir störungsfrei arbeiten können. Es wird sehr spannend, es wird 1, 2 Stunden dauern. Und wenn da jetzt irgendwie merkt, okay, ich kann überhaupt nicht mehr kommen, dann mach mal so Zeichen, bitte Pause oder was auch immer. Bringt einfach ein Glas Wasser vielleicht mit, vielleicht was zu schreiben mit, falls ihr da Interesse habt. Ihr braucht nicht unbedingt alles mit Screenshot irgendwie halt aufzuzeichnen, weil ich habe ja schon eine andere, also auf Video habe ich sehr viele von den Inhalten und das meiste von den Inhalten aufgezeichnet. Ihr könnt das auch als Quiz oder halt als Übung nachher dann nochmal durchgehen, falls ihr euch nochmal daran erinnert wollt, was wir besprochen haben. Ansonsten werden wir sehr viel Spaß haben und ich freue mich über jeden Einzelnen. Meldet euch an, wir sehen uns bald.